Es beginnt ein neues Kapitel in der Disney-Geschichte. Wer wird die Hauptfigur sein? Lasst uns den LOL-Ball auspacken. Nimm eine Puppe. Wähle Modelliermasse aus. Forme die Ohren. Wische das Gesicht ab. Zeichne die Augen. Male den Körper an. Auf zu neuen Abenteuern, Kleines. Jemand hat einen Korb vor die Tür gestellt. Sei ein braves Mädchen, Baby. Wer ist da? Mama! Schatz, wie kommst du hierher? Ich kümmere mich um dich. Lass uns einen gemütlichen Platz zum Schlafen für dich finden. Ist es weich? Ist dir warm? Mama ist hier. Bist du zufrieden? Das ist gut. Nimm eine Puppe. Die Frisur ist nicht gut. Mach einen Hut. Forme die Ohren. Male sie mit Acrylfarbe an. Zeichne ein neues Gesicht. Das ist ein schwarzes Kostüm. Und ein neuer Aufdruck. Perfekt. Nimm den Stoff zusammen. Das ist ein flauschiger Rock. Streiche die Schuhe aus. Genau richtig. Ich bin ein Süßer, oder? Kinder, heute schauen wir unseren Lieblingssender an. Ich baue den Projektor auf. Welche Überraschung wird Lalilu uns heute bringen? Minnie, du wirst den Kindergarten lieben. Willkommen. Viel Spaß, Minnie. Hallo, ich bin Minnie. Hallo, hallo. Und ich bin Mickey Maus. Was habe ich für dich mitgebracht? Ich werde dir ein Märchen vorlesen. Es ist Schlafenszeit. Zeit fürs Bett. In einem fernen Schloss lebten wunderschöne Prinzessinnen. Die Kinder schliefen sanft ein. Die Lehrerin döste mit ihnen ein. Es ist eine Schlosskiste. Male sie rosa an. Zeichne die Details auf. Mache mehr Dekoration. Ein paar Bäume. Baue Schritte. Die Prinzessinnen machen sich mit der Burg vertraut. So gemütlich. Sollen wir spielen? Heute ist Minis Geburtstag. Noch ein Geschenk. Aber die größte Überraschung ist das Disney-Schloss. Ich habe nichts vergessen. Und hier sind die Gäste. Wie süß. Versteck dich, wir werden sie überraschen. Warte auf mich. So viele Geschenke. Wo sind denn alle? Happy Birthday. Oh, wow. Ich schenke dir ein Disney-Schloss. Wow, mein Traum. Lass uns spielen. Bringen wir sie zum Schlafen. Sag Tschüss. Was für ein wunderbares Fest. Schauen wir uns die Bilder an. Welche Figur wählst du aus? Den Welpen Pluto. Reiße ein wenig ab. Forme ein kleines Gesicht. Setze den Welpen zusammen. Er wedelt mit dem Schwanz. Mach Augen und eine rote Zunge. Schneide ein Halsband aus. Ein wunderbarer Welpe. Mama, wollen wir uns ein Haustier anschaffen? Wenn du dich gut benimmst. Oh, da wimmert ja jemand. Es ist ein Welpe. Er steckt im Müll. Retten wir ihn. Was für ein wunderbarer Hund. Ein
einverstanden. Leute, wie sollen wir den Hund nennen? Schreibt es in die Kommentare. Können wir ihn behalten? Wir müssen ihm ein Bad einlassen. Ich fülle die Wanne. Der Welpe planscht herum. Er braucht ein kleines Haus. Hier wohnt Pluto. Jetzt hat er es warm und er ist gefüttert. Nimm Schaumpapier. Zeichne die Vorlage nach. Drucke es mit der Maus aus. Baue den Schrank zusammen. Und die Tür. Das sind wunderbare Aufkleber. Das sind Porträts von Mickey. Der Schrank von Minnie Maus. Es ist schwer zu verwechseln. Minnie geht zur Schule. Mickey ist so hübsch. Hallo, Minnie. Hallo, hast du ein Lehrbuch? Ich habe meins vergessen. Warte mal kurz. Ich verstehe es nicht. Warte, sieh nicht hin. Was? Sind das Fotos von mir? Ihre Gefühle beruhen also auf Gegenseitigkeit. So süß. Hier ist das Buch. Wollen wir nach der Schule ins Kino gehen? Mit Vergnügen. Lalilo, nimm mir ein Update. Okay. Skizziere die Muster. Schneide sie aus. So geht's. Thank you. Es passt perfekt. Wow. Nimm roten Stoff. Nähe ihn zusammen. Das ist ein festlicher Rock. Eine Schleife macht einen Gürtel. Minnie sieht einfach unwiderstehlich aus. Minnie ist erwachsen geworden. Lasst uns ein Picknick machen. Breite die Decke aus. Das ist ein toller Platz. Einverstanden. Sie greifen gemeinsam nach dem Käse. Hier ist dein Anteil. Und hier ist deiner. Minnie, willst du meine Frau werden? Was für eine Überraschung. Na klar. Das ist ein schöner Ring. Das Paar ist glücklich zusammen. Yay. Was ist in der Kiste? Nimm es zusammen. Das ist ein flauschiger Petticoat. Oh, wow. Und ein bisschen Magie? Verziere das Kleid mit Strasssteinen. Das ist ein Spitzenoberteil. Und ein roter Schleier. Der Hochzeitslook ist fertig. Der Pastor, der Bräutigam und alle Gäste sind versammelt. Warte auf die Braut. Minnie sieht einfach unwiderstehlich aus. Wollt ihr Mann und Frau sein und euch für immer lieben? Meine Antwort ist ja. Einverstanden. Pluto, bring die Ringe. Danke, Kumpel. Lass uns die Ringe tauschen. Das Paar besiegelt den Bund mit einem Kuss. Herzlichen Glückwunsch an die Frischvermählten. Wow, so viele Puppen. Schnappen wir uns eine. Frisiere die Haare. Das ist ein heller Ton. Ein rosaner Hut mit Ohren. Und ein rosanes Outfit. Das ist eine wunderschöne Kleine. Wir sind hier für eine Routineuntersuchung. Okay. Setz dich. Lass uns die Ultraschallergebnisse anschauen. Es ist soweit. Wow, schon so früh? Nicht gucken. Wie geht es meiner Frau? Ich bin so nervös. Alles ist erledigt. Ein Blumenstrauß für meine Heldin. Wen haben wir denn da? Eine Tochter. Und nicht nur sie. Hier sind die anderen Kinder. Wow! Papa ist vor Glück in Ohnmacht gefallen. Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das schon. Die Mäusefamilie ist riesig.
Eine Puppe kroch aus einem Stoffhaufen. Hallo. Du bist dabei, dich zu verwandeln. Bedecke den Kopf mit Modelliermasse. Zeichne das Gesicht der Maus. Bedecke sie mit Acrylfarbe. Wir haben ein Kleid aus rosanem Stoff gemacht. Die Ärmel machen den Look komplett. Hier sind schwarze Strümpfe. Oh, yes. Zieh dir Satin-Shorts an. Schmücke das Kleid mit einem Kragen. Ein Rock mit Punkten ist so süß. Sie hat weiße Handschuhe an den Händen. Zieh ihr rosane Schuhe an. Ein schöner Look für eine lächelnde Maus. Minnie und Mickey spazieren durch den Park. Was für ein toller Tag. Das ist er, weil ich bei dir bin. Ups, die Erde bebte. Oh, mir knurrt der Magen. Ich glaube, ich habe Hunger. Wow, sogar die Vögel haben sich erschreckt. Warte einen Moment. Ich lasse mir etwas einfallen. Mickey ging in den Laden. Ein Hotdog, bitte. Minnie, das ist für dich. Danke, du bist so süß. Oh, das Würstchen ist weggelaufen. Mein Mittagessen ist ruiniert. Warte, ich werde dich fangen. Die Verfolgung war nicht einfach. Hab ich dich. Oh, wo willst du hin? Der Hund roch das Leckerli. Mickey musste zu seinem Freund mit dem Hund zurückgehen. Mickey, das ist so süß. Du hättest nicht so schnell rennen müssen. Und diese Wurst behalte ich als Souvenir. Ich kann sie jetzt nicht essen. Mickey und Minnie umarmten sich. Alle sind glücklich. Ein Ast, der in Spieße geteilt wurde. Wir haben eine runde Tischplatte gemacht. Baue eine Stütze für einen Tisch zusammen. Befestige eine Tischplatte. Marge ging, um die trockene Wäsche abzuholen. Der rote Stoff wird sich als nützlich erweisen. Schneide daraus eine Tischdecke aus. Stelle eine Kerze zusammen. Eine Kerze wird die richtige Atmosphäre schaffen. Lass uns das Paar hereinbitten. Mickey und Minnie haben einen Tisch reserviert. Wie süß, ein romantisches Abendessen. Ich habe versucht, dich zu überraschen. Wollt ihr bestellen? Ja, einen Milchshake für die Dame. Okay. Oh, du weißt, was ich mag. Ihr Getränk ist fertig. Oh, das war unerwartet. Als das Paar sich die Hände reichte, spürten sie, dass jemand sie ansah. Es war wieder dieser Kellner. Ihr seid so süß. Okay, ich gehe jetzt. Endlich war das Paar allein. Mickey umarmte das Mädchen. Toller Abend. Mach einen Wecker. Nimm einen Knopf. Wähle ein Zifferblatt. Hier ist die Linse. Setze die Teile zusammen. Falte Schaumpapier. Jetzt hat der Wecker Ohren und ein rotes Band. Köpfe von Stecknadeln werden zu Beinen. Ein süßer Wecker für den Kopf unserer kleinen Schlafmütze. Minnie schläft. Oh nein, ist es schon morgen? Ich will nicht aufstehen. Sie schaltete den Wecker aus und versteckte sich wieder unter der Decke. Der Wecker klingelt schon wieder. Hör auf, sei still. Ihr geht was für ein furchtbares Ding. Oh, nein! Das Kleid! Ich habe an meinem Hochzeitstag verschlafen. Ich muss mich schnell fertig machen. Ich hätte aufstehen sollen, als der Wecker geklingelt hat. Lasst uns ein Kleid machen. Wir haben ein Band mit einer Schleife. Verbinde einen Rock und ein Korsett. Probiere es an. Füge Ärmel hinzu. Hinter ihrem Rücken befindet sich eine große Schleife mit Tupfen. Es gibt einen leichten Schleier. Was für eine schöne Braut. Minnie liebt ihren neuen Look.
Endlich ist es soweit. Die Gäste sind schon da. Mickey macht sich Sorgen. Die Braut ist spät dran. Was, wenn etwas passiert ist? Fällt die Hochzeit aus? Gäste, bitte wartet. Minnie wird jeden Moment hier sein. Minnie ist in großer Eile. Sie steht vor einer schwierigen Reise. Hast du das gesehen? Das ist wahrscheinlich ein Kostüm. Der Weg zum Glück wird nicht einfach sein. Minnie musste einen Berg besteigen. Mickey, ich komme ja schon. Die Gäste sind es leid, auf den Beginn der Zeremonie zu warten. Minnie musste die Nachspeise auf dem Kamel überqueren. Die Braut steht endlich vor dem Altar. Aber wie sieht sie aus? Das Kleid ist mit Schmutz bedeckt und in den Haaren stecken Äste. Die Gäste sind schockiert, aber Mickey findet sie wunderschön. Sie ist für die Liebe zu allem bereit. Die Zeremonie hat stattgefunden. Wir erklären euch zu Mann und Frau. Cool. Mache eine Schicht aus Alufolie. Füge ein paar weitere Schichten hinzu. Mache eine Delle. Jemand hat ein Stück gegessen. Modelliermasse fällt vom Baum. Bedecke die Schichten mit Modelliermasse. Leckerer Käse. Die Mäuse lieben ihn. Käsekuchen ist ein sehr ungewöhnliches Gericht. Bringe ein Schild des Brautpaares an. Gomez willigte, ein Konditor zu werden. Wer sonst kann das? Oh, es ist so heiß in der Küche. Wow, ist das lecker. Das Schild ist dran. Das Meisterwerk ist fertig. Sobald Gomez sich umdrehte, schmolz die Hitze den ganzen Kuchen. Ah, oh nein! Ich muss ihn reparieren. Nein, es ist einfacher, einen neuen zu backen. Ich brauche mehr Zutaten. Perfekt. Ich werde alles mit Käse verzieren. Keiner wird den Tausch bemerken. Nimm Alufolie. Forme den Rahmen des Körpers. Bedecke die Figur mit Modelliermasse. Male das Fell an. Mache dunkle Ohren und einen Schwanz. Füge eine Zunge hinzu. Und eine nasse Nase. Mach ein Halsband für den Hund. Pluto ist das geliebte Haustier der Familie. Mickey trainiert das Haustier auf dem Rasen. Fang den Stock, fang ihn. Ein toller Tag, um einen Burger zu genießen. Oh nein, der Stock hat die Leckerei runtergeworfen. Pluto tauschte fröhlich den Stock gegen den Burger ein. Woher hast du den? Wer hat mein Essen ruiniert? Waren das du und dein Hund? Ups, sorry. Unfälle passieren. Das Essen geht aufs Haus. Jetzt sind sie wieder Freunde. Es ist nie zu spät für eine zweite Chance. Ein Baby ist in die Lalilu-Werkstatt gekommen. Wasche es. Zeichne ein Mäusegesicht. Male den Hut schwarz an. Füge Ohren hinzu. Das Outfit ist schwarz. Zieh dem Baby einen bauschigen Rock an. Süße Tupfen. Baby Molly ist bezaubernd. Mommy musste das Baby bei einem Kindermädchen lassen. Hallo? Es ist doch nur für einen Abend. Mommy Longlegs ist gekommen. Du hast die besten Kritiken. Du kannst dich auf mich verlassen. Minnie ist weg. Hallo Molly. Willst du ein braves Mädchen sein? Magst du Märchen? Das Mädchen fing an zu weinen. Nun, es wird nicht leicht sein, mit so einem aktiven Kind umzugehen. Mommy Longlegs hat alles versucht. Aber das Baby hat schon ein Spielzeugfahrrad geklaut. Juhu. Was soll ich mit ihr machen? Molly, bitte mach eine Pause. Sie flüchtete und sprang in einen Pool. Hey. Upsi. Komm her.
Sie hat Kopfschmerzen von diesem lauten Baby. Aber ein gutes Kindermädchen kann zu jedem Kind einen Zugang finden. Teile für ein Pferd erschienen auf dicker Pappe. Setze die Teile zusammen, um ein Spielzeugauto zu bauen. Die Babys werden es lieben. Male die Figur rosa an. Füge mintfarbene Elemente hinzu. Dekoriere sie mit Tupfen. Die Pferde fahren auf Rädern. Schmücke die Mähne mit einer Schleife. Was für ein tolles Spielzeug! Der Vater liest der Tochter Märchen vor. Mir ist langweilig. Okay, wir müssen uns etwas einfallen lassen, was dir Spaß macht. Ich habe eine Idee. Willst du auf einem Pferd reiten? Das Baby hat Angst. Was ist, wenn das Pferd wegläuft? Ach, das ist schon okay. Schau, es ist überhaupt nicht gruselig. Juhu, es hat geklappt. Well done. Willst du fangen spielen? Jetzt muss der Papa hinter dem Steuer sitzen. Das macht so viel Spaß. Oh, diese Dichtungsmasse wird sich als nützlich erweisen. Schneide einen kleinen Streifen aus. Lass uns die Farben aussuchen. Wow, rosa. Pinsel, mach dich an die Arbeit. Falte das Kissen. Umwickle die Kanten mit Schaumpapier. Teile den Spieß. Mache den Pumpenhebel. Diese Luftmatratze wird dir deinen Strandurlaub verschönern. Vergiss die Pumpe nicht. Schatz, es ist so schön hier. Gut, dass wir eine Matratze dabei haben. Oh, es ist weicher als ein Liegestuhl. Ich bin gleich mit einem Cocktail zurück. Okay. Minnie ist eingenickt. Oh, ist gerade Flut? Pass auf, da ist eine Welle. Aber sie wurde nicht einmal wach. Ihre Matratze ist umgekippt. Schatz, wo bist du? Ich habe Getränke mitgebracht. Oh nein, Minnie. Ich werde dich retten, wo immer du bist. Ein kleines bisschen Magie. Jetzt haben wir eine Schleife. Was für ein süßes Oberteil. Diese Schleife ist perfekt für Minnie. Nähe die Hälften zusammen. Meine Größe. Ziehen wir es zusammen. Charmant. Es fehlen nur noch die Flossen. Polka-Punktdruck. Was für Abenteuer wird Minnie wohl unter Wasser erleben? Minnie hat sich gut eingelebt und sogar einen Freund gefunden. Das ist ein schöner Bogen. Wow. Danke. Dieser Fisch wollte auch eine Schleife. Wow. Minnie, wo ist dein Bogen? Ich hatte ihn hier. Das ist komisch, lass ihn uns suchen. Hey, gib ihn zurück. Hast du mich verstanden, Fischchen? Der Bug blieb an den Korallen hängen und die Fische schwammen weg. Ich habe ihn gefunden. Ich werde meinen Bogen von nun an gut im Auge behalten. Fang den Ball. Weiche die Servietten in Elmas Kleber ein. Streiche es mit einem weißen Schwamm. Perfekt. Zeichne die Streifen. Umwickle es mit Schnur. Bedecke die Pappschachtel mit einem groben Tuch. Mach Sandsäcke. Hänge sie an den Seiten auf. Unser Ballon ist mit Girlanden geschmückt. Mit Vollgas in den Himmel. Mickey ging in dem Heißluftballon auf die Suche nach Minnie. Wo ist sie? Wir müssen nach höher fliegen. Lasst uns die Ladung abwerfen. Nicht genug. Noch einen.
Oh nein, Mickey ist ins Wasser gefallen. Keine Sorge, es geht ihm gut. Lalilu ist hier, um zu helfen. Zieh die Schuhe und die Kleidung aus. Was wirst du als nächstes tun? Es ist besser, mit einem Schwanz unter Wasser zu schwimmen. Nimm Maß. Nähe einen neuen Look. Füge Flossen hinzu. Das ist ein besonderer Look für Käseliebhaber. Er ist perfekt. Beeil dich, sie warten unter Wasser schon auf dich. Was ist passiert? Woher kommt dieser Schwanz? Oh. Stimmt, ich habe Minnie gesucht. Vielleicht ist sie hier oder dort? Hey, Schatz. Ein U-Boot? Minnie, komm raus. Aua, es ist eine Krabbe. Das gibt's nicht. Ich kenne diese Silhouette. Minnie? Was? Wer bist du? Ups, sorry. Ich habe keine Ahnung, wer Minnie ist. Wie finde ich meine Freundin? Niemand kann mir helfen. Jemand isst ein Sandwich. Hey, nicht wegwerfen. Aber Lalilu wird einen Weg finden, es zu benutzen. Dreh die Folie in Form eines Siegels. Wickle unsere Figur ein. Füge eine Nase hinzu. Das ist unser Haushund. Was sind das für Flossen? Der Hund hat einen neuen Unterwasser-Look. Brava, Junge. Mickey ist immer noch traurig, aber plötzlich... Oh, was war das? Pluto, mein bester Freund. Du kannst mir helfen, Minnie zu finden. Hier kommt Minnie. Schatz, geht's dir gut? Oh. Mickey, ich wusste, dass du mich nicht verlassen würdest. Gut gemacht, Pluto. Oh, sie haben sich gefunden. Male Stücke von Schaumpapier neu an. Mäuse lieben es zu essen. So viele Löcher. Drehe den Rahmen der Koralle. Male sie rot an. Mach eine Wurst. Schneide das aus Styropor aus. Sieht aus wie ein alter Stein. Ein toller Ort, um Käsekorallen zu züchten. In der kleinen Schachtel befand sich ein kleiner Behälter. Das ist eine Korallenkäsefabrik. Minnie hat ein herzhaftes Abendessen gekocht. Es gibt nie zu viel Käse, aber die Vorräte gehen zur Neige. Oh nein, mein Lieblingskäse. Oh, ich habe noch Weichen gefunden. Oh, die Lieferung ist da. Ja, das ist meine Bestellung. Eine echte Käsekoralle. Schauen wir mal, wie man das Ding benutzt. Füge alle Zutaten hinzu. Der Käse schmilzt. Endlich kann ich so viel essen, wie ich will. Ride. Walk my world, billion by billion, and hold up half the sky.
uns. Lass uns eine Frisur aussuchen. Nein, die nächste. Perfekt, eine Maus. Probiere dieses Top an. Mache einen roten Pferdeschwanz und glänzende Flossen. Füge eine Lage Tüll hinzu. Dieses Baby ist so schnell. Es ist schwer, mit ihr Schritt zu halten. Die Familie von Mickey und Minnie hat Zuwachs bekommen. Schau, Schatz, unser Baby ist so süß. Es ist ein harter Tag. Passt du auf sie auf? Natürlich werde ich ein guter Vater sein. Thank you. Lass uns ins Bett gehen. Und dein Papa wird diese Zeitung lesen. Oh nein, sie weint. Was soll ich tun? Schlaf, mein süßes Baby. Musst du deine Mutter wirklich aufwecken? Ihr treuer Hund kam zur Rettung. Es hat geklappt. Jetzt kann sich die ganze Familie entspannen. Es ist nicht leicht, junge Eltern zu sein.